muss man dann an alle Verdenken zu dem, was ist, und wieder weitergehen. Du hast mit Medikamente, die die weitere Ausbreitung des Virus in seinem Körper stoppen sollen. Mit Erfolg. Vor einem Jahr hat sich sein Zustand so sehr verbessert, dass die Ärzte sogar grünes Licht geben für die Nachwuchsplanung. Wenn wir einen Menschen behandeln, mit entsprechenden Medikamenten verschwindet aus dem Blut das Virus. Wir können es nicht mehr nachweisen. Es ist also in so geringen Mengen da, dass wir es nicht mehr finden. Typischerweise ist es dann gleichzeitig so, dass das Virus auch aus dem Sperma verschwindet. Genau das ist bei Thomas der Fall. Für kurze Zeit darf das Paar auf Kondome verzichten und das ist der Moment, in dem er entsteht. Chris Moritz. Weil ich sehe, wir haben eine Krankheit, die ich noch kenne als absolut tödliche Erkrankung. Die Kriterien haben wir den Schrecken genommen und die Menschen können das nahezu normal nehmen. Und dazu muss natürlich auch Familie gründen, Kinder bekommen, das Aufwachsen der Kinder, sind auch fantastisch. Und so, wenn das erreicht wurde, wurde es dann natürlich ein Highlight. Und dann haben wir uns natürlich gefreut, dass überall eine Ordnung ist. Also es wurde dann auch eigentlich gleich nochmal gepult. Ja, und dann ist der letzte Stein nochmal vom Herzen gefallen. Das ist immer so ein schönes Gefühl, wenn man so klein, gesund zu mal auf dem Arm hat und dann anguckt mit seinen riesengroßen Augen. Mit genau diesen Augen wird die Mama begrüßt, wenn sie am Nachmittag von der Arbeit reinkommt. Sie hat sich entschieden, ihre Lehre zu Ende zu bringen, während der Papa den Haushalt managt und sich ums Baby kümmert. Der Grund, warum der Papa in der Elternzeit ist, dass ich halt nur meine Ausbildung sein kann als Friseurin und Papa schlägt gestärkt mit den Kleinen geworden, ne? Und Papa macht es gut mit mir. Elternzeit, das bedeutet rund um die Uhr Babyalarm. Eine völlig neue Situation.